Hallo Seawolves-Fans, die Profimannschaft der Rostock Seawolves hat den aktuellen Wahnsinnslauf. 6 Spiele in Folge ungeschlagen, aber sie ist nicht das einzige Team im Verein, das jetzt 6 Spiele am Stück gewonnen hat. Wir sind heute hier in der Trainingshalle der Mannschaft der JBBL, unserer Jugendnachwuchs-Basketballmannschaft, und interviewen gleich den Coach zu seinem super Saisonstart, 6 Spiele am Stück gewonnen, wollen sein Geheimrezept erfahren und ja, gucken beim Training zu. Kommt mit! Herr Nikolai, erstmal Glückwunsch zu dem super Saisonstart. Danke. Kurze Frage, wie verliefen die Spiele aus deiner Sicht, die ersten 6? Die Spiele verliefen sehr gut. Die ersten 2 Spiele war ein Feuerwerk. Die Jungs haben sich richtig lange gewartet, aber um Basketball zu spielen. Mhm. Ja, letzte Saison hat nicht wirklich stattgefunden. Und deswegen die ersten 2 Spiele war unglaublich gut, unglaublich schnell. Und wir wollten, das Hauptziel war wirklich Spaß zu haben. Deswegen, wir haben die Jungs nicht gebremst. Ja. Nächste 4 Spiele haben wir doch benutzt, ein bisschen mehr zu lernen. Und das war schon normale Modus. Okay. Teil von Spielen, Teil von Gewinnen, Teil von Jubeln. Hast du das so erwartet, dass die Saison so startet? Unsere Testspiele haben das auch gezeigt. Ich habe nicht gedacht, dass wird alles so gut in der Saison zu laufen. Ja, aber Gefühl war, ja, das wird so gehen, wie es geht. Okay, was macht denn die Mannschaft zurzeit richtig? Die Jungs haben Bock. Aha. Wir haben viele Jungs, die wollen spielen. Die Jungs haben Talent, die Jungs haben Größe, Jungs haben Wille. Okay. Und welches System spielt ihr? Was ist euer Erfolgsrezept? Oh, für uns wichtig ist, dass die Jungs auf dem Feld Gas geben. Mhm. Okay, die müssen immer müde auf die Bank gehen. Und wir haben sehr große Rotation. Deswegen für 40 Minuten. Wir wissen, dass keine gute 5 Jungs gegen uns zu schaffen. Okay. Und deswegen, das Gegner muss auch tiefe Bank haben, um gegen uns zu kämpfen. Und das hilft uns sehr, sehr, sehr gut. Aber wie ich habe gesagt, dass wir sind richtig gefährlich, ja, mit Würfen. Und wir sind super groß, dieses Jahr zu rebound zu holen und nur unter Korb zu dominieren. Ja, ich habe schon gesehen, die Jungs sind 14, 15 Jahre und alle größer als ich. Ja. Also es sieht so aus, die können schon Alkohol kaufen. Ja, genau. Wenn du sagst, ihr habt eine große Rotation, mit wie vielen Spielern reichst du zu so einem Spiel? So, wir haben bis jetzt fast immer mit 12 Spielern gereist. Okay. Ja, weil uns war wichtig, auch die Jungs zu probieren, zu gucken, wie das wird, zu laufen. Für Hauptrunde, wir planen zuerst mit 10 Rotationen zu starten. Wenn alles wird gut laufen, wir würden uns wieder vergrößern für 12 Jungs. Okay. Was ist aktuell eure gefährlichste Waffe? Was ist das Geheimrezept, was euch erfordert? Mischung aus alles. Wir haben ein paar Führungsspieler, ja, zuerst, dass diese Spieler wirklich machen einen großen Unterschied zu Gegnern. Dann, wir werfen sehr, sehr, sehr gut, mit vielen Gegnern zu vergleichen. Mhm. Das ist für mich schon nicht mehr so Jugendbasketball, das ist schon normale Herrenbasketball, die Jungs spielen. Jungs sehr aggressiv in Defense, keine Ego. Und diese wirklich viele Sachen. Wir haben im Moment auf der Liste 5 Jungs, die haben letzte 22 Trainings in Folge besucht, ohne zu absagen. Wow. Deswegen, ja, denke, das ist Kleinigkeit, aber das macht auch großen Unterschied. Okay. Wir haben jetzt von den ersten 6 Spielen gesprochen. Wie sehen die kommenden Gegner aus? Werden die Spiele gleichbleibend auf einem Niveau oder kommen jetzt Gegner, die schon ein bisschen mehr... Gegner in Hauptrunde ist sehr stärker. Ja. Viel stärker, okay, als die erste Runde. Auch. Genau. Viel, viel, viel besser. Wir bereiten uns schon anders. Okay? Wir machen nicht nur unsere Sache, wir bereiten uns jetzt schon zum Gegner. Und das wird schon interessant. Okay, letzte Frage. Nebenbei spielt ihr auch noch Pokal, korrekt? Also es ist Ligabetrieb und richtig. Pokal. Läuft das parallel die ganze Zeit? Ja. Oder? Pokal läuft dieses Jahr nur, das ist das erste Mal, und das läuft nur für Jahrgang 2007. Weil die Jungs müssen nächstes Jahr ältester Jahrgang in Liga sein. Mhm. Und die haben letztes Jahr wegen Corona U14 Liga verloren. Die haben nicht gespielt. Und deswegen diesen Jahrgang zu nicht verlieren, weil dieser Pokal organisiert, der ist nur anschließend nur für 2007. Deswegen, wir haben auch Glück in dieser Situation. Bei uns ist 12 Jungs, ja, Jahrgang 2007. Deswegen, wir sind auch sehr tief besetzt und wir freuen uns im Moment, dass wir haben schon 4 Spiele gespielt. Sollte ein bisschen mehr stattfinden. Ja. Ja, und wir sind noch eine Runde weiter, wo Jungs erwarten noch 2 Spiele. Deswegen für 2007 Jahrgang ohne
Turnieren extra zu organisieren, das läuft ganz gut mit JBBL-Pokal. Okay. Wie kannst du dich in die Jungs reinversetzen? Hast du mit 14, 15 selbst gespielt? Ich habe mit 14, 15 selbst gespielt. Ja? Ich war nicht so groß wie die Jungs jetzt. Ja, Dreier bei uns war ein Meter näher zum Korb. Okay. Die Jungs sehen viel besser als ich da. Ja? Ja, in meinem Alter und auch mit meinen Freunden, die besten Jungs, was ich habe gesehen in diesem Alter. Das ist für mich freut, was ich sehe. Sehr schön. Ich würde mich freuen, Früchte zu sehen von diesen Jungs. Wir uns auch, der Verein, die Fans da draußen. Nikolai, ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Mannschaft. Danke sehr. Und ja, wir drücken die Daumen. Mach's gut. Mach's gut. Marino, was ist euer aktuelles Erfolgsrezept? Also aus meiner Sicht haben wir dieses Jahr eine sehr gute Teamchemie. Und es macht halt einfach sehr viel Spaß. Wir haben gute Trainer und ja genau, das ist so das Rezept, würde ich sagen. Mika, was ist eure gefährlichste Waffe? Boah, ich denke, dass wir oft den offenen Dreier finden und auch viel, also hochprozentig treffen und halt dadurch viele Punkte machen.